Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play FIFA 19 Karriere. Wir haben in der letzten Folge den Auftakt sozusagen gehabt gegen West Ham zu Hause 2-0 gewonnen. Das ist doch ein ganz guter Start gewesen auf jeden Fall. Keita hat durchweg überzeugt, aber die anderen Mannschaften auf jeden Fall auch. Ich habe Deutschland abgegrast. Okay, er hat keinen Spieler in Deutschland gefunden. Vielleicht sollten wir ihn nochmal woanders dahin schicken. Vielleicht einfach mal nach Portugal? Komm. Auf geht's nach Portugal. Geänderter Spieltermin. Okay, wir spielen gegen Brighton. Jetzt ein paar Tage früher, alles klar. Ich habe Spanien abgegrast. Hat auch nichts gefunden, alles klar. Dann bleib doch einfach mal in England. Achso, okay, da sind wir schon. Dann, wie wär's mit Italien? Ja, warum nicht? USA abgegrast, hat auch kein Spieler gefunden. Dann, wie wär's mit Irland? Oh, warum nicht? Da gibt's vielleicht auch ein paar Talente. Jetzt können wir das hier mal killen. Das können wir auch killen. Das können wir auch killen. Das auch. Ah, wir haben einen Abschlussbericht zu Wilhelm. Oder Willem Gwilbels. Goebbels. Goebbels. Aha. Aha. Ist halt ein relativ talentierter Spieler, ne? Hier haben wir auch einen Abschlussbericht. 69 haben wir hier. Alter, das Lied. Mariano, da haben wir auch einen Abschlussbericht. Der hat insgesamt schon 80. Wow. Okay, und kostet auch mal eben 20 Mille. Haben wir ja auch auf der Wunschliste, ne? Also lassen wir da einfach mal bestehen. Und ihn hier, Ben Brereton von den Blackburn Rovers. Ist auf jeden Fall auch ein interessanter Typ. Na? Lassen wir einfach mal so. Jetzt haben wir schon das nächste Spiel. Ich wollte eigentlich das Training hier noch machen. Aber okay, müssen wir halt nach dem Spiel einfach mal machen. So. Alter, wie Suarez auf dem Bild guckt. Okay, wir spielen gegen Crystal Palace. Bei Crystal Palace? Haben wir nicht auch mal eine Season mit Crystal Palace gemacht? Nee, haben wir nicht. Oder haben wir? Nee, haben wir nicht. Ich bin mir gar nicht sicher, oder habe ich das privat gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich würde sagen, wir bleiben einfach mal so mit der Mannschaft, wie sie jetzt war. Das war eigentlich ganz gut. Wir könnten natürlich auch mal nach den Taktiken ein bisschen gucken. Nach Ballverlusten in die Mitte und Defensivstil. Oh, ruhig ein bisschen breiter, ständiger Druck. Wenn wir den Ball verloren haben oder eher Pressing nach Ballverlust. Ich finde ständiger Druck an sich eigentlich ganz gut. Offensivstil ist relativ ausgeglichen. Lange Bälle, schneller Aufbau. Ich glaube, schneller Aufbau ist ganz gut, weil wir relativ gute Spieler haben, die da in dem Sinne relativ taktisch gut agieren können. Warte mal, jetzt wollte ich mal kurz gucken. Teammanagement, warte mal. Hat das jetzt gespeichert? Ständiger Druck und schneller Aufbau. Okay, wir probieren es mal so. Ich glaube, dass das gegen Crystal Palace eine ganz gute Taktik sein könnte. Ach, was ist das denn? Hä, hey, was soll ich machen? Rüberpassen? Oh, das war schlecht. Komm. Ja, das war auch schlecht. Okay, lassen wir das. Scheiß drauf. Lassen wir das mit dem Training. So, hier in Kürze. Okay, da sind auch ein paar neue Sequenzen dabei. Das finde ich ganz gut. Aber wir spielen jetzt, wie gesagt, gegen Crystal Palace. Ich weiß gar nicht, wie heißt das Stadion hier? Oh Gott. Wo steht das? Steht das da irgendwo? Ja, ist Sandhurst Park. Genau. So war das. Hier war die Stimmung eigentlich auch immer ganz nice. Also ich habe hier immer ganz gerne gespielt, weil die Stimmung hier echt immer cool war. So. Oh, Wilfried Zaha. Sehr guter Spieler. Oh, Aufstellung, lass ich jetzt aber nicht durchdödeln. Wir machen einfach mal the beginning. Let's fucking go. Mal gucken, wie das jetzt hier gegen Crystal Palace läuft. Alter Schwede, schlimmer Fehlpass. Das war nicht schön. Beim Aufbauspiel ist das nie gut. Schön dazwischen gegangen. Von Robertson. Ja. Keita, und da oben ist Salah schon mal ziemlich frei. Junge. Van Aanholt ist da.
Aber Salah war da sehr frei gerade. Kouyaté. Und Ayew, Vorsicht. Oh, der ist gut. Der ist schnell und der Assist Allison, Alter, der hält ihn fest. Da kennt ihr nichts. Hoher Ball auf. Scheiße. Alexander hat nicht geklappt. Stark gemacht. Und das Tor. Durch Ayew, das hat sich gerade schon angedeutet. Die haben da richtig gut kombiniert vorne. Wie gesagt, hat sich angedeutet. Schöner Doppelpass. Das war klasse gemacht. Ja, dann kommen wir mit Van Dijk dann nicht mehr richtig hinter den Mann. Ayew mit seinem ersten Premier League-Tor. Okay. Nicht gut. Saha. Vielleicht eine schnelle Antwort. Vielleicht eine schnelle Antwort durch Keita. Nein. Hier, Benteke, Alter. Der war das vorhin. Junge, Junge, Junge. Ich weiß nicht, dass er sowas kann. Townsend und gestört von Robertson. Alter. Okay, Crystal Palace hat richtig Bock, wa? Gut dazwischen gegangen von Lovren, allerdings auf Kosten eines Eckballs. Ach hier, den kenne ich auch. Den Trainer, wie heißt der denn? Scheiße. Oh, der ist scheiße frei. 2-0. Das gibt's doch gar nicht. Tompkins. Unfassbar. Zwei zu null. Tompkins mit dem Tor. Ja. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Das ist ja... Salah. Ne. Verspringen den Ball und dann keine Chance mehr, das irgendwie noch zu safen. Salah. Gut abgelaufen. Super verteidigt von Crystal Palace. Aber wie gehen die denn ab? Gibt's ja gar nicht. Vorsicht unten. Ja. Wieder dieser Townsend. Und wieder eine klasse Ball. Das ist schon wieder die Möglichkeit. Das kann doch nicht angehen. Firmino. Komm. Puh, wie schnell Sakho ist. Nee. Na gut, dass wir den Angriff zu Ende gebracht haben, aber... Boah. Mané. Macht keiner mit. Lovren. Vinaldo. Klasse Parade. Schön gespielt aber. Gefällt mir. Van Dijk kriegt den nicht. Lovren kriegt den auch nicht. Ach Jungs. Schön aufgepasst. Klasse abgelaufen. Sehr gut. Keita. Oh, schön gemacht. Klasse. Klasse Ding von Keita. Und das ist Mané. Oh nein, was ist das denn? Ach du Scheiße. Okay, wir kommen langsam zurück ins Spiel. Das heißt hier zurück, wir waren noch gar nicht drin. Mané. Firmino. Nimmt den Ball an. Oh, komm schon. Das gibt's nicht. Im richtigen Moment gestört da. Scheiße. Okay, ein Anschlusstor, dann sieht die Nummer hier schon wieder anders aus. Vorsicht, hoher Ball auf Saha. Der ist auch sehr gefährlich, der Typ. Schön geklärt von Lovren. Milner. Zusammenspiel mit Saha. Und wieder Saha. Saha sage ich schon. Salah meine ich natürlich, nicht Saha. Lul. Ja. Oh. Oh, Jungs. Ayew auf dem Weg. Versucht den Pass auf Benteke, der kommt allerdings nicht an. Och, du liebe Zeit. Schön von Van Dijk. Wichtig. Und schönes Bällchen auf Salah. Jetzt komm, geh Junge.
Was für eine Parade, Alter. Gibt's doch gar nicht. Ja, Kopfballversuch. Oh. Alter Schwede, der... Oh, Salah, die gerade die Parade, ne? WTF. Schön gespielt. Salah, Flanke kommt. Firmino! Sauber! Anschluss! Wo ist der Bällchen? Da ist es. Sehr schön. Salah legt sich das Ding hin. Firmino ist viel zu frei. Den deckt ja niemand. Und das lässt er sich natürlich absolut nicht nehmen. Per Kopf auch noch. Ich weiß nicht, ist jetzt, Firmino ist jetzt nicht so der Kopfballspieler eigentlich, ne? Aber schön, 32. Minute. Anschlusstreffer. Wichtig. So, jetzt aber nicht gleich wieder direkt hier, ne, und so. Sondern direkt weitermachen. Keita mit einem Bombenball auf Mané und der ist weg. Weiß er nicht ganz. Oh. Schön verteidigt. War gut gemacht. Was ich aber nicht verstehe, jetzt Mané zum Beispiel ist doch eigentlich viel schneller gewesen als der Verteidiger da gerade, ne? Also, würde ich jetzt mal sagen. Salah. Schönes Bällchen auf Mané. Und das muss das Tor sein. Das ist nicht das Tor, das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein. Alter, der Torwart macht richtig Action heute, wa? Ball kommt zurück zu Mo Salah. Milder. Ah, kleines Missverständnis. Passiert. Oh, ich hätte so abgezogen mit Keita da gerade. Van Dijk. Wijnaldum, wenn ihr die da lässt. Warum nicht? Schöner Schuss. Okay, wir brauchen irgendeine alternative Taktik bei Ecken. Irgendwie ist das... Ecken sind die so meins, ne? Warte, was kann man da machen? Spieler rufen, Empfänger wechseln, Schütze wechseln. Hm. Na komm. Hier so die Mitte. Wieder Firmino mit dem Kopf. Ja, Vorsicht, Kouyaté. Van Dijk grätscht daneben. Ja, erstmal ein bisschen dicht. Schön und holen Townsend hier mal zurück auf den Boden der Tatsachen. Wunderbar. Mané. Das ist kein Foul. Okay, krass. Alles klar. Oh! Benteke. Das war jetzt Glück. Junge, Junge, Junge. Hat das Ding gescheppert, wa? Milner. Keita kommt da leider nicht hin. Schade. Ja, Vorsicht, 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 Van Dijk ist da. Keita. Schönes, hohes Bällchen auf Mo Salah da oben. Schön ausgedrückt, super. Ach komm. War doch kein Foul. Mann, ey. Scheiße. Das Ding, was ich auch noch so ein bisschen habe, ist, dass ich bin noch nicht in diesem Zweikampf. Also die haben ja irgendwas geändert mit den Zweikämpfen. Und ich bin da ehrlich gesagt noch nicht so wirklich confirmed drin, ne? Weiß ich nicht. Irgendwas ist da noch, was mich irgendwie... blockiert. Also ich bin irgendwie noch nicht so, ne? Ja, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, keine Ahnung. Das Zweikampfverhalten der Spieler und das Zweikampfverhalten der KI ist mir noch nicht so wirklich drinne. Schade. Gute Idee. Keita. Schönes Ding auf Mo Salah! Keita. Keita! Ja, genau so müssen wir auftreten in der zweiten Halbzeit. Bisschen offensiver, schön spielsicher, so muss das. Aber wobei, ich bleib mal lieber bei ausgeglichen. Benteke, weil wir so viele Chancen da hinten fast schon zulassen. Schönes Ding. Mané.
Und Salah. Komm schon. Salah! Ausgleich. Da hat sich der schnelle Spielaufbau, den ich da eingestellt habe vor dem Spiel, ein einziges Mal wenigstens bemerkbar gemacht. Wenigstens einmal war es richtig gemacht. Ich glaube, die defensive Taktik mit diesem dauerhaften Druck ist nicht so gut hier bei dieser Mannschaft. Aber schönes Ding. Ausgleich gegen Crystal Palace. Wunderbar. Schöner, hoher Ball. Blind auf Mané. Oh, ja, okay. Ist kein Kopfballspieler. Das ist kein Kopfballspieler, der Typ. Aber trotzdem, wir haben uns zurückgemeldet. Das ist die Hauptsache. Schönes Ding. Zweikampf gewonnen. Mo Salah. Was ist das denn? Ist egal! Oh. Abwehrschnitzer da hinten drin. Okay, wir rufen mal einen zweiten Spieler. Probieren wir mal mit der kurzen Variante vielleicht. Was ist das denn? What the fuck? Van Dijk! Tor 3-2! Was war das denn für eine sicke Variante? WTF! Geil. Ja, das war wunderschön. Van Dijk mit seinem ersten Saisontor nicht per Kopf. Ja, Ausrufezeichen. LOL. Okay, das machen wir öfter. Vielleicht. Wobei, ich weiß nicht, ob das nochmal so funktionieren wird. Ich glaube eher nicht. Aber krasser Scheiß, Benteke! Und schon wieder die nächste Chance. Also wir kriegen Benteke und Ayuda hinten absolut nicht in den Griff. Okay, das verstehe ich auch nicht. Also ich habe manchmal das Gefühl, die passt, also das Passen ist so, als hätte ich das eingestellt, als wäre das auf Dings eingestellt, so auf ohne Hilfe. Aber ich spiele tatsächlich, ja, ich bin Lauch, ich spiele tatsächlich mit Passhilfe. Trotzdem. Oh, schönes Ding. Mané. Ah. Milner kommt da nicht durch mit seinem Schuss. Wir bringen Henderson. Für Wijnaldum. Jordan Henderson. Nice. So. Mo Salah kommt kurz. Und da ist Henderson. Henderson! Jordan Henderson! 4-2! Also die kurze Variante, guck mal, da wäre in der Mitte auch noch einer frei gewesen hier. Am Strafraumeingang, am 16er Eingang. Hätte auch noch einer gestanden, der hätte easy peasy abziehen können. Mega! Und da ist es Jordan Henderson per Kopf. Ich glaube, der Pfosten war es, ne? Ja. Spiel gedreht. Moral ist da, Freunde. Und Liverpool macht sich akustisch sowas von bemerkbar. Schönes Ding. Und Alexander. Weiter geht's. Mo Salah. Boah. Schade. Wäre ein schönes Ding gewesen, auf jeden Fall. Hoher Ball. Milner. Und erstmal Ruhe reinbringen. Ah, scheiße. Da kriegen wir den Ball auf Salah leider nicht durch. Wäre natürlich richtig Premium gewesen. Mal gucken. Crystal Palace macht jetzt da hinten so ein bisschen Spökes. Das ist Salah!
5-2. Was war das denn für ein Tor, Alter? Guck dir das an. Bam! Alter! Hat das Ding gesplattert. Salah mit dem zweiten Saisontor. Krieg ich direkt einen Hustenanfall, ne? Junge, Junge, Junge. Alter Schwede. Schönes Tor von Salah. 5-2. Das Ding ist gedreht. Das Ding wird auch nicht mehr irgendwie... Ja, ich denke nicht. Also ich glaube nicht, dass es jetzt hier noch einen Ausgleich von Crystal Palace gibt. Ich weiß es natürlich nicht. Aber Junge, Junge, Junge. Ist natürlich jetzt auch einfach, ne? Ich meine, die müssen natürlich hinten aufmachen oder die haben hinten aufgemacht. Weil sie natürlich auch versuchen wollten, hier wieder ein Tor zu schießen, in Führung zu gehen. Aber... Alter Schwede. Gute Moral bewiesen hier. Ah. Oi. Ah, englische Härte. Die kennt man. Schön verteidigt. Super. Von Robertson. Ja, ist ein bisschen... Ne, ist nicht zu weit. Kam sogar noch an. Aber den konnte er nicht mehr kontrolliert irgendwo hin verwerten. Vorsicht. Ayu mit der Möglichkeit. Da ist wieder Benteke und Allison. Schiri ist Luft. Kennt man. Max Meyer. Ach was, Max Meyer spielt hier. Lull. Für mich hat es nicht gereicht, wa? Oh mein Gott. Oh, schöner Schuss. Ein ziemlich, ziemlich offensiv starkes Spiel hier auf jeden Fall. Krass. Also richtig Action. Und wieder die nächste Chance per Kopf. Da kommt aber nicht an. So, hier sind wir. Mo Salah. Guter Typ. Auf jeden Fall der Superstar hier im Team. Auch allgemein muss ich sagen, Liverpool hat sich echt gemacht, seitdem Jürgen Klopp da ist. Ich weiß noch, wie alle so, ja, Jürgen Klopp, Liverpool, weiß ich nicht. Auch die Liverpool-Fans teilweise sehr, sehr skeptisch, was Jürgen Klopp anging. Weil sie halt gesagt haben, ha, der ist halt Dortmunder, ne, das war halt so sein Ding. Aber er hat auf jeden Fall hier den eines Besseren belehrt. Top-Team aufgestellt, ins Champions-League-Finale gekommen. Das hat Liverpool das letzte Mal 2005 geschafft. Ein Bombenteam mittlerweile. Da kannst du nämlich gar nichts sagen. So, wir wechseln auch mal aus. Van Dijk raus. Joel Matip rein. Ja. Einfach mal rein damit. Bisschen Spielpraxis sammeln. Einfach Van Dijk ein bisschen Pause gönnen. Lol. Schade, nicht verwertet. Oh, hier, zack, da sind sofort drei Spieler. Das Ding ist, die fehlen natürlich dann auch hinten. Ne? Also wenn wir dieses Pressing spielen, dieses Standarddruck oder dieses dauerhafte Druck, sind das natürlich auch alles Spieler, die immer hinten fehlen. Das ist ja ganz klar. Mal gucken, ob wir das beibehalten fürs nächste Spiel. Ich weiß es noch nicht. Das kannst du halt eigentlich nur gegen Mannschaften spielen, wie jetzt Crystal Palace. Sag ich jetzt auch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, lol. Ja, Lovren macht das super. Kommt sich vor wie ein Fischernetz erstmal, ey. Mané. Nächste Möglichkeit. Matt. Was macht denn Matip da hinten? Matip? Okay, meine Stimme versagt langsam komplett. Ich habe ein bisschen Voice getestet, nicht wundern. Was ist gerade da? Was ist denn jetzt mit dem Jungen los? Voll am Ausrasten. Nur ein bisschen bei der Stimme getestet. Ich glaube, ich muss in Bälde eine Aufnahmepause machen. Aber wenn ich so Bock habe, ich will weiter aufnehmen, Mann. FIFA-Karriere, Alter. Endlich wieder. Geil. Vorsicht. Vorsicht, das Ding kommt flach, ne? So, Achtung. Möglichkeit wieder per Ecke, aber diesmal sind wir aufgewacht.
Schön von Milder. Ossala macht den Alleinunterhalter da vorne. 4 Minuten Nachspielzeit gibt es. Ja, kann man machen. Muss man jetzt nicht unbedingt. Salah, versucht der Pass auf. Keita kommt nicht an. Keita in diesem Spiel so eher unscheinbar. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Gomez ist da. Sehr gut. Oh, null. Townsend. Ja, findet nicht wirklich einen Abnehmer, aber jetzt doch irgendwie. Aber dann ist Alisson da, der hier auch wieder Bombenspiel gemacht hat. Klasse Paraden gehalten. Das war ein Kampfspiel. Das kannst du gar nicht anders sagen. Kampf von hinten bis vorne. Richtig nice. Und am Ende gehen wir Sieger runter. Wir werden zwar ausgepuht, aber scheiß der Hund drauf. Schönes Ding war's. Hat Spaß gemacht. Liebe Freunde, ich blende euch hier gerade nochmal schnell die Tabelle ein. Ja, das ist jetzt so neu bei diesem Karriere-Let's Play. Also als kleiner Service gegen Ende. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hier bei diesem spannenden Spielchen, bei dieser tollen Folge von Let's Play FIFA 19 Karriere. Wenn es euch gefallen hat, natürlich gerne ein Däumchen da lassen. Ja, ihr wisst das, ich baue das ab und zu mal ein. Und ansonsten macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.